Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war wieder im Fressnapf, weil ich bei Lia wieder auf Celeste Gold geswitcht bin und die verträgt das super. Und deshalb habe ich gedacht, ja, mache ich ein Video, was sie jetzt gerade momentan frisst. Also als erstes das Celeste Gold, das kennt ihr ja. Und ich muss sagen, das verträgt sie einfach mega. Also ich dachte immer manchmal, ja, eben, ja, aber sie verträgt super, also bleibe ich bei dem. Und dann habe ich mir noch 5 Dosen geholt, weil ich habe es jetzt auch mit Nassfutter gemischt und sie hat super vertragen, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, ja, zum zweiten Tag, sie wird mir flüssig kacken, aber sie hat nicht flüssig gekackt. Und das finde ich super. Yes, I like it. Und es ist so, dass ich jetzt das Futter, das ist jetzt zum Beispiel mit Huhn und Reis und eben auch halt ja, sensitiv. Und das gebe ich nur am Morgen und am Abend dann nicht mehr. So geht das super. Sie verträgt. Also ich habe zum Beispiel jetzt Huhn und Reis, dann Rind mit Reis, dann habe ich auch nochmal Rind mit Reis. Dann hier, was haben wir hier? Rindreis und hier Hirsch mit Kartoffeln. Also beim Hirsch, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie den Reis gut verträgt. Von dem her ist es super. Genau. Dann kommen wir zum Allergoderm. Das ist so ein Pulver für Dermatose und Haarausfall und Juckreiz und schuppige Haut. Ich wollte das einfach mal testen. Vielleicht hilft es Lia ja, dass sie nicht mehr so kratzt. Also das Kratzen ist schon besser geworden. Seit ich wieder regelmäßig das Celeste Gold gebe, ist es nicht mehr so schlimm. Am Anfang war es viel schlimmer. Jetzt muss ich sagen, mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt. Und ja, ich teste das einfach aus. Ich habe übrigens alles fast von der Marke. Also fast ist nicht alles. Sieht so aus. Genau. Und ist einfach so ein Pulver, das man übers Futter geben kann. Und in dem Fall einen Teelöffel geben von dem. Also ich finde das super. Probiere ich aus. Dann, weil Lia ja die Bälle so liebt und Muchli auch, habe ich nochmals Bälle geholt. Oh ja, sieht gut schon, sieht gut schon. Dieses Mal grüne, weil die gelben, die ja, fand ich nicht mehr. Und deshalb ja, kommt sie da einfach. Grüne, sie hat glaube auch irgendwo grüne, ich weiß es nicht mehr. Guck mal. Ja, Balli, Balli. Balli, Balli. Balli, Balli. Fein, ja, also Balli, auf Balli, Balli steht sie. Ja, sie hat sie am liebsten und da kann ich dann dem Kleinen auch eins, zwei mitgeben, weil ja, die hat auch nicht. 6 Bälle oder so. Dann habe ich noch so nochmal so eine Lamönü Reis geholt. Auch wieder von der Marke, von der Schweizer Marke. Und die habe ich ja letztens auch geholt. Die habe ich übrigens da noch. Die habe ich nicht gebraucht, also nicht gegeben. Aber die werde ich dann geben. Aber ich habe jetzt wieder einen gekauft. Keine Ahnung warum, aber egal. Dann habe ich noch Leckerli gekauft für hauptsächlich Orlando, weil, oh, sorry, weil er eben nicht mehr so viele Zähnchen hat und Lia hatte die großen Kauknochen und die etwas massiven. Und für Orlando habe ich da einfach so Kauknochen geholt. Sehen so aus von Premier. Und ja, die sind mit den weißen Fühlis da. Das ist, na, mit dem weißen Stängelchen und die gebe ich ihm so eben, wenn Lia was bekommt. Und dann habe ich noch für beide, also eher Orlando, aber Lia hat sicher auch gerne die Kaustiks. Ich hoffe, die nimmt Orlando. Sie sind nicht zu groß. Die müsste er eigentlich essen können. Die sind nicht so dick, weil die anderen waren schon sehr, sehr dick. Und die sind jetzt, ich habe jetzt, die anderen waren so wirklich Spaghetti-mäßig. Jetzt habe ich nochmal eine größere Größe genommen, genau.
Und ich hoffe jetzt, ja, dass er die frisst. Die sind auch von Lecky. Einfach so. Da habe ich auch die Pferdegoodies für Lia. Genau. Genau. Jetzt gibt es ja eine App, die wollte ich mir auch herunterladen, ging aber nicht, warum auch immer. Ich muss jetzt nochmal versuchen, ob es klappt, weil da kann man bei jedem Einkauf kann man jetzt, ich glaube, 5 Franken oder 30% sparen. Finde ich eigentlich sehr gut, weil eben, dann kann ich wirklich mal viel einkaufen oder ja. Genau. Oh, Lia liebt den Ball, super, freut mich. Oh, muss Balli, 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 Balli. Da quietscht sogar beim Aufprallen, so cool. Das ist besser. Ne? Ja, genau. Leute, das war es eigentlich schon wieder vom Video. Ich danke fürs Zuschauen. Falls ihr auch solche Produkte habt und ja, es austesten wollt oder ausgetestet habt, und schreibt mir einfach, wenn ihr solche Produkte probiert. Nehmt mich wunder, ob ihr damit klarkommt. Ja, ich bin irgendwie positiv überrascht, dass sie bei dem Nassfutter nicht reagiert. Finde ich echt cool. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und hab auch lieb.